Was geht ab, YouTube? Was geht ab, Like Gang? Ich bin's mal wieder hier, euer Like Jerry. Und heute sind wir einen Tag lang Reiseleiter. Und das Problem an der ganzen Sache, wir waren gestern schon halt auch Reiseleiter und feiern. Also ihr müsst um 10 Uhr aller spätestens morgen da sein. Wenn ihr auch 5 Minuten zu spät seid, Jungs. Wenn ihr 5 Minuten zu spät seid, dann könnt ihr auch direkt nach Hause gehen. Euch verlassen. Ich auch, macht euch keine Sorgen. Wir haben ungefähr noch 3 Stunden oder 2,5 oder 3. Und dann müssen wir aufstehen. Chef, Achtung. Hi. Ja, na klar. Wann waren Sie zu Hause? Um 1. Wann waren Sie wirklich zu Hause? Ich war um 6.30 Uhr zu Hause. Chef hat uns direkt mal einen Bus später geschickt. Ich bin mal König, bevor ich angefangen habe. Warte, wir haben jetzt noch eine Stunde. Oh, fuck. Dann müssen wir fertig sein. Und am Nürburgring. Nee, was hat er gesagt? Queen. Zwiebelweg, Queenring. Lorette, Bar. Nee, Jerry, bitte nicht. Hör auf, bitte. Hör auf. Nee, ich mach doch gar nichts. Was ist denn los, Kollege? Wir müssen gleich arbeiten. Das wird nichts. Ich weiß nicht, wie wir heute mit den Leuten umgehen sollen. Das schaffen wir nicht. Eventuell haben wir noch mal ganz kurz geschlafen. Wir haben jetzt noch genau 12 Minuten. Nee, wir müssen jetzt ohne duschen. Leute, unser erster Tag als Reiseleiter beginnt zu fahren. Wir sind zu spät. Wir sind zu spät. Und unser Chef hat gerade angerufen. Hi, to the left. Please cross. Mach gut. 30 Zentimeter, wie im Leben, kleiner Peter. So, wir müssen jetzt erstmal was essen, entspannt. Die Gäste können warten. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wann bekommen die denn so zwei unfassbar gut aussehende Reiseleiter wie heute? Wir sind zu spät. Ich hab's gestern vergessen zu nehmen für heute. Ich hab dir gesagt, wir sollen nicht ganz kurz fragen. Können wir ein Bier? Nein. Ein Bier? Wir können abends trinken. Tagsüber wird nicht getrunken, weil ich abends, wenn ihr es euch verdient habt, nach den Anreisen, könnt ihr weiter. Verdient hab? Wir haben uns jetzt schon verdient. Wir stehen hier. Oh Leute, wir müssen jetzt die Gäste empfangen. Ich weiß auch nicht, was wir sagen sollen. Ach, jetzt gehen wir schummeln. Herzlich willkommen in Lorette Mar, Freunde. Seid ihr gut drauf? Yeah! Seid ihr gut drauf, meine Kinder? Lorette Mar. Lorette Mar. Das ist so eine Aufbaufläche. Lorette Mar. In einer Woche können wir das besser. Hätte ich gerne einfach hin und wir kommen gleich einfach dazu. Hört sich schon mal Bier holen. Warte mal ganz. Wie heißt du? Caroline. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Caroline. Und dann. Oh Gott, ich bin so anstrengend. Nee, ist aber toll, auch die Leute so kennenzulernen. Mach gleich mal eine ganz. Nee, das macht man nicht. Die Aschenbecher werden separat von denen genommen, aber war gerade nett gemeint. We are workers for Mango Tours. Reiseleiter. Ey, hör mal ganz kurz zu. Wir gehen jetzt. Warum? Aber Fahrrad ist keiner, okay? Okay. Wir essen jetzt. Und dann gehen wir nochmal schlafen. Kein Spaß. Wir haben verschlafen nur. Wir haben 22 Uhr. Es ist dunkel draußen. Also, Mango, es ist nicht so, wie es aussieht. Wir können das Ganze erklären. Leute, ganz kurz, wie ihr es vielleicht hört, müssen wir euch mal ganz kurz abholen. Wir sind jetzt hier im Club, wo wir eigentlich heute hätten viel vorbereiten sollen. Und es kann sein, dass wir jetzt halt hier... Also, wir sind 5 Stunden zu spät und haben... Aber dafür haben wir eine kleine Überraschung für euch. Seid ihr bereit? Was geht ab? Hey, Boys. Übrigens alle wegen uns. Also wir haben übrigens auch noch ein kleines Problem. Es kann sein, dass wir die Mango-Shirts vergessen haben. Hi. Dass ihr noch hierher kommt. Hey. Setzt euch. Aber heute war so ein wichtiger Tag. Ihr müsst mich da angucken, bitte. Hier kurz einmal unterscheiden, dass wir vielleicht Freunde sind. Aber wir arbeiten hier für eine Firma, wir repräsentieren eine Firma, wir bekommen Gäste. Ihr sollt das Team unterstützen und wenn ich mich nicht auf euch verlassen kann, dann würde das so nicht funktionieren. Es geht gar nicht darum, dass ihr zu spät seid oder Sachen nicht wahrnehmen könnt. Aber ihr habt euch nicht mal gemeldet. Wir machen uns ja auch Sorgen teilweise um euch, ne? Und ihr hättet auch Julia abholen sollen, ne? Julia und Schütze. Wen hätten wir abholen sollen? Die Künstler. Julia, Schütze, DJ One hier. Wir haben so viele Gäste hier gerade vor. Das sind verschiedenste Leute. Wir können nicht davon ausgehen, dass die euch alle kennen. Ihr seid bekannt, ihr seid nicht berühmt. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied bei dieser ganzen Sache. Wisst ihr? Ich muss auch lachen! Was geht ab? Wir sind hier! Backstage. Julian Benz und Schürze waren eigentlich noch hier. Wir hätten uns jetzt eigentlich wirklich um die kümmern müssen, aber hey, dafür sind wir doch jetzt hier und machen noch ein bisschen Party. Oh, 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 oh.
Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bühne, weil der liebe Julian tritt jetzt auf. Julian Bell! Jimmy, ich trinke aus, so geiler siehst du aus. Jimmy, ich trinke aus. Du rockst das jetzt, Kollege, mach dir keine Sorgen. Ich rock das mit meiner Luftgitarre. Ich hab ja gerade gesehen, dass du jetzt gerade das Mikro übergeben. Und jetzt geht der Auftritt los. Der komplette Ernst. Es war so schön, dass Noah und Jerry heute mit dabei waren. Die haben sehr viel Arbeit abgenommen. A Day in the Life als Reiseleiter. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist der einfachste Job. Ich glaube, die beiden können überzeugen. Es ist nicht der Fall. Nein, nein, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir müssen jetzt noch irgendwas machen. Ja. Habt Spaß. Stimmung. Wir gehen auf die Bühne. Wenn wir eins können, dann ist es Stimmung. Okay, Leute, danke. Ciao, Kakao.